Sehr gut, der Weg nicht erfriert hier. Da haben wir da noch ein paar Stöcke. Ein paar Stöckchen. Eine Zwille ist eine Schleuder, ja? Ich kenne den Begriff Zwille nicht. Ich kenne halt nur Schleuder. Handgemachte Keule. Den Rest haben wir ja schon, oder? Kombinieren. Mit was? Aber das ist was mit dem hier kombinieren, ne? Haben wir hier ein paar gute Kräuterchen. Jawohl. Alle Fälle. Nein, dich will ich nicht. Aber mich würde es noch wundern, mit was ich dich kombinieren kann. Energiemischung. Energiemischung plus. Da fehlen mir noch Ressourcen. Aber nicht mit was kombinieren. Die Mischung plus. Health Mix. Ja, da fehlen halt einige Früchte. Einige Kräuterchen, ne? So. Oh, jetzt ist er weg. Jetzt bin ich allein in der Höhle. Scheiße. Ist halt die Frage, wenn er sich wieder einloggt, was passiert? Holy moly. Was ich mit dem Seil machen kann? Ja, gute Idee. Hasenfellstiefel. Und was bringen mir Hasenfellstiefel? Hm. Steinbeutel, dafür bräuchte ich Eber, das habe ich ja nicht. Kleiner Steinbeutel, dafür bräuchte ich Hase. Das hat weg zurzeit. Verdorbenes Fleisch. Schade. Getrocknetes Fleisch ist lange, ist ewig haltbar, hä? Das ist ganz cool eigentlich. Schneeschuhe habe ich ja schon gemacht. Eine Speertasche. Dann kann ich wahrscheinlich mehrere Speere. Schwacher Speer. Kann ich einen Speer eigentlich auch werfen? Das ist ziemlich cool. Verbesserter Speer. Aufgeheizter Speer. Vergifteter Speer. Ja. Also, eigentlich müsste man eine Speertasche machen. Und da müsste man dann verdammt viele gute Speere reinstopfen. Verbesserter Speer. Dafür bräuchte ich zweimal Dings. Ja. Eigentlich auch relativ einfach zu machen, ne? Mit zwei Knochen. Und zwei Dings. Ich soll mich wärmen. Ah. Ja. Ich glaube, dass ich mal weitergehe. Füllt Kettensäge wieder auf. Ja, das sagt, spricht der Bände für sich. Ui. Wir erkunden mal weiter. Das dauert nämlich, glaube ich, bei Weg noch ein bisschen. Der muss so, dass er nochmal in die Höhle gehen. Das Schöne an dieser Höhle ist aber, dass keine Feinde hier drin sind. Bis jetzt. So ein ungutes Gefühl hier. Keine Ahnung, wie sich... Keine Ahnung, wie unwohl sich das anfühlt, wenn man alleine hier durchgeht. Fühle mich gar nicht wohl. Möglichst schnell hoch und weg.
Okay. Stöckchen, sehr schön. Okay, schade. Ich habe auch gehofft, dass ich weg nochmal einloggen kann und dann direkt wieder bei meiner Position startet. Wir haben die Zeit trotzdem gut genutzt, ich bin froh drum. Ist jetzt auch nicht schlimm, Wack kann sich nochmal einloggen. Wack, du hast ja den Speicherpunkt ein bisschen weiter hinten. Und, also bei unserer alten Base, wir haben ja extra vorher nochmal gespeichert zum Glück. Sind dann rein, das heißt einfach nochmal durch, alles mitnehmen. Und ja. Snack gesammelt. Ich überlege mir halt den Hasen trotzdem zu bereiten. Will mal gucken, ob mir das viel wegnimmt oder nicht. Medizin habe ich ja. Ich horste ja. Ja, kommst du nochmal? Oder bleibe ich alleine forever? Ich kann das eigentlich auch direkt essen, oder? Huch, ich habe es gegessen, ne? Scheiße, das wollte ich nicht. Sieht mir das Lebenspunkt ab? Ist eigentlich schlecht. Ja, ganz wenig. Dann lasse ich den anderen Hasen hier. Das ist für dich dann weg, ne? Viel Spaß. Das ist falscher Hase. So. Okay. Super Loot. Ich weiß genau, wo ich bin. Ein Teich hier. Starke Sache. Okay. Den brauchen wir nicht mehr. Also ich selber ziehen hier. Nein, anziehen. Eine Rüstung. Ach so ist das. Pro Rüstung. Ja. Okay. Entweder das oder halt gestärkte Rüstung. Ich hab's das jetzt auch gecheckt. Das ist immer so 1 pro. Kann ich eigentlich wegstecken, deswegen. So, wir machen folgendes. Wir laufen zurück zum Lager. Wenn ich vorher. Oh shit. Wenn ich irgendwo noch speichern kann, bin ich nicht unhappy. Lass mich in Ruhe. Ich speichere hier vorne kurz. Und ich glaube, dann machen wir mal einen Break. Und wenn, weil so wie es aussieht, hat Rick gerade einen Totalausfall im Internet. Und dann kann ich eigentlich, wenn wir zusammen dann wieder da sind, kann ich da hinten. Moment. Schade. Noch ein bisschen weiterbauen mit der neuen Axt. Währenddessen er danach läuft. Ist so etappenweise, es gibt immer eins. Ja, aber Wack, da muss doch eine bessere Möglichkeit geben, als immer nur eins zu machen. Da muss man doch mal, da muss man mal gucken, ob es, keine Ahnung, das muss doch eine schnellere Methode geben. Ich finde es unglaublich schön, wie es gemacht ist. Es ist mega atmosphärisch. Es ist, ich finde das Spiel Wahnsinn. Ich finde das Spiel wirklich mega toll. Gut, also wir laufen zurück, machen Break.
dann gucken wir, wie es bei Wack aussieht dann. Und dann machen wir, also das ist jetzt für den Stream, für YouTube. Für euch geht es einfach nächste Folge weiter, logischerweise. Ohne Unterbruch, also täglich, wie man das gewohnt ist. Oder wenn man es natürlich später guckt, dann kann man direkt nächste Folge anklicken, ist ja klar. Einfach durch die Playlist. Durch. Hasenfell sammeln, ja, das stimmt. Und die hatten da hinten ja auch noch Sachen, die wir bauen wollten. Das verfälscht das Ganze. Wack, wir müssen unbedingt dran denken, dass vielleicht noch ein paar Sachen im anderen Lager abgebaut werden. Die wir am Bauen sind. Damit wir hier sehen, hier hat es einen Bauhammer, das ist unsere Seite. Und da hinten hat es dann keinen Bauhammer. Das ist unser provisorisches Beginnlager, wenn man so will. Das dürfen wir nicht, wir müssen noch dran denken. Oh, ein bisschen Hase. Etwas wollte ich einfach noch ausprobieren. Scheiße, habe ich jetzt viel Stoff. Mega viel Stoff. Ich will mal gucken, wie schnell jetzt ein Baum fällt mit der Axt. Ich habe eigentlich Schneeschuhe an, nicht? Ah, Tatsache. Das ist nicht unbedingt ein ersichtlicher Unterschied. Ich glaube, die Waffe ist einfach stärker, ne? Ja, nicht zuschlagen, warten, Mann. Können wir ja später noch machen. Also. Ich bin mit den Schneeschuhen bin ich schneller, oder? Fühlt sich zumindest schneller an. Ich komm jetzt. Wirklich? Um Zeit zu sparen, bräuchte man eine Motorsäge. Äxte sind alle gleich. Aha. Schade. Okay, dann ich hatte gehofft, dass die Axt uns dann definitiv einen Vorteil gibt. Okay. Wahrscheinlich haben wir für den Kampf dann effizienter. Ich glaube, das Laufen verbraucht jetzt auch weniger Ausdauer mit den Schneeschuhen, oder? Wack, du musst dir dann auch Schneeschuhe bauen, das ist ganz wichtig. So, also. Hier unser provisorisches Lager. Legt jetzt einfach mal alle hier hin. Guck's dir an. Herrlich, schön. Achso, aber die Samen muss ich wieder sammeln gehen, oder wie? Scheiße. Bin ich auch noch nicht zufrieden mit. Gut, also sieht stark aus. Wir sind mega weit gekommen, voll cool. Das müssen wir halt noch fertig bauen. Ich denke, wir gehen vorher noch in die andere Höhle und gucken, ob wir da eine Motorsäge finden, damit wir schneller die Bäume umnieten können. Und dann schauen wir mal. Dann bauen wir das hier auf. Ich weiß tatsächlich gar nicht, ob wir jetzt die ganze Fläche noch irgendwie bauen. Meine Idee, ich sag's mal kurz, wäre, dass wir das sicher fertig machen, dann noch hochbauen und dann vielleicht noch eine Etage drüber. Also, dass wir noch sagen, wir bauen noch eine Dings höher und dann machen wir hierhin dann keine Wände. Das weiß ich noch nicht, mal gucken. Noch keine Wände, einfach, dass man dann bis hier hinlaufen kann. Und dann oben drüber nochmal eins, dass es nochmal eins höher ist. Und das dann irgendwie bis hier hin. Also so auf diese Höhe hier. Und den Rest hier hinten,
Der ist dann windgeschützt, weil man ja von hinten keinen Wind hat und vorne keinen Wind. Und dann hat man hier dann eine relativ gute Stelle und vorne dann eine Verteidigung. Keine Ahnung, irgendwas Schönes halt. Gut, also dann mache ich einen Speicher und lege mich hin und dann gucken wir dann morgen. Beziehungsweise. Direkt, gut. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dann.